einem Mitglied der Sunny Mountain Boys. Das ist die berühmteste Bluegrass-Band. 9 Monate lang hat Larry auf sein Banjo gewartet. Jetzt ist es soweit. Aber erst jagt Stelling dem Musiker einen Schrecken ein. Er zeigt ihm das falsche Banjo. Ein gewöhnliches Exemplar. Das Richtige hat deinen Namen eingraviert, sagt Jeff, aber das heißt nichts. Es gibt nur eine Art, wie sich Larry das Banjo zu eigen macht, nämlich so. Nach der Feuertaufe dankt Larry auf offener Bühne für das Instrument. 9 Monate Arbeit stecken drin und ich habe es gerade bekommen. Danke, Jeff. Der Boss der Sunny Mountain Boys ist dieser Mann, Jimmy Martin, der König des Bluegrass. In der Szene behauptet man, er habe sich selbst dazu ernannt. Wir treffen ihn kurz vor seinem Auftritt. Ein ungünstiger Moment für ein Interview. Er lädt uns für später in seinen Trailer ein. Jimmy Martin ist eine lebende Legende. Er spielte in der Band von Bill Monroe. Wenn Jimmy der König des Bluegrass ist, so war Bill Monroe der Vater dieser Musik. Er erfand sie 1945, indem er den Oldtime-Instrumenten die Mandoline hinzufügte und den schlichten Gesang in mehrstimmige Harmonien auflöste. Monroe starb im September 1996. Seitdem ist Jimmy Martin sein Erbe. Ladies and gentlemen, to the stage here in Mineral, and say it like you mean, the king of bluegrass music, Jimmy Martin and the Sunny Mountain Boys. Everybody happy? Well, that's good. We are too. We worked 6 days a week on the farm. Als ich 4 war, starb mein Vater. Da musste ich 6 Tage die Woche auf dem Feld arbeiten. Es war hart. Ich hätte so gerne eine Gitarre gehabt. Unser Nachbar Ruby Gibson hatte eine. Ich konnte sie durch die Löcher in seiner Berghütte sehen. Ruby brachte mir dann die ersten Griffe bei. Jimmy übte und übte, bis er alle Songs seines Idols Bill Monroe spielen und singen konnte. Blue Moon of Kentucky, keep on shining. Schließlich traf er ihn in der Grand Old Opry in Nashville, Tennessee. I was happy that I knew. Er hatte ein rotes Hemd an. Als er von der Bühne kam, sprach ich ihn an. Ich sagte, Bill, ich höre dich schon mein ganzes Leben. I seen he had a red shirt on. I looked at him, I said, Bill, I've listened to you all my life. Er fragte mich meinen Namen. Da nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und sagte ihm, ich kann alle Stimmen in deiner Band singen, nur Tenor nicht so gut wie du. Bill, ich möchte bei dir einsteigen. Heute weine ich. Aus Trauer, weil Bill tot ist, und aus Freude, weil er mir damals einen Job gab und damit die Chance, die Musik zu spielen, die ich so liebe. Ihren Namen verdankt diese Musik einem Zufall. Bill Monroes Band hieß die Bluegrass Boys. Fortan nannte man den ganzen Sound Bluegrass. Die Pioniertage mit Bill Monroe sind heute selbst Stoff für Bluegrass-Balladen. Wehmütig singt Jimmy Martin davon, wie er mit Monroe jeden Samstag in der Grand Old Opry auftrat. Grand Ole Opry every Saturday.
Die Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee, ist das Valhalla der amerikanischen Country-Musik. Die Mitgliedschaft dort gilt als größte Ehre für einen Musiker. The last years, when Bill Monroe couldn't get on the stage at these festivals. Die letzten Jahre war Bill Monroe so krank, er konnte nicht mehr auf solchen Festivals auftreten. Und früher hatten wir samstags in der Grand Ole Opry eine Zugabe nach der anderen gegeben. Ich wollte immer dort Ehrenmitglied werden, aber das erlebe ich wohl nicht mehr. Die Ehre bleibt ihm vielleicht verwehrt, aber ein Platz in den Annalen des Bluegrass ist ihm trotzdem sicher. Nicht nur wegen seiner Bekanntschaft mit Bill Monroe, auch nicht wegen seiner Stimme, sondern wegen seines unfehlbaren Timings. This world will end if we never meet again this side of heaven. I'll leave this world. Die ersten Bluegrass-Festivals begannen in den 60er Jahren in Virginia. Seitdem gibt es Hunderte im ganzen Land. Diese Popularität bei den Menschen ermöglicht den Musikern mehr als früher, mit der Musik auch ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Oft allerdings einen bescheidenen Lebensunterhalt. Selbst eine Legende wie Jimmy Martin bekommt für seinen Auftritt hier nur $2000 Gage. So muss auch der König des Bluegrass seine CDs und Poster selbst am Verkaufsstand losschlagen. Immerhin ist aus der Bergmusik eine bescheidene Industrie gewachsen, erklärt Sherry Boyd, Disc-Jockey des einzigen Radiosenders, der nur Oldtime und Bluegrass spielt. Es fing klein an und ist gewachsen. Jetzt ist Bluegrass Big Business. Heißt das, man kann damit richtiges Geld machen? Not much. Nicht viel. Es ist hart verdientes Geld. Jeder, der auf der Bühne macht, es eher aus Leidenschaft. Is working hard and it's a passion. They're driven by passion. Der Erfolg von Bluegrass hat genau das richtige Maß. Groß genug, sodass die Musik inzwischen viele Menschen erreicht. Klein genug, sodass die großen Konzerne sich seiner nicht bemächtigen können. Schwarze sucht man in dieser Szene allerdings vergebens. Ihre Musik entwickelte sich in eine andere Richtung. Aber Vorsicht, Oldtime und Bluegrass entstanden nicht in Abgrenzung zu den Schwarzen, eher in Abgrenzung zu den anderen weißen Einwanderern. Es war eine Musik der Abgeschiedenheit. So isoliert waren die Appalachen von der Plantagenkultur der südlichen Ebenen, dass sie sich im Bürgerkrieg dem Norden anschlossen. Bluegrass ist halt sperrig und ein wenig trotzig. Auf jeden Fall echt. Heute ist für viele daraus allerdings die naive Sehnsucht nach der weißen Idylle geworden, wo die Menschen hart arbeiten, Familien zusammenhalten, jeder jeden kennt und der Nachbar dein Freund ist. Auf den Festivals wollen sie diese Idylle einen Sommer lang Wirklichkeit werden lassen. Klassenunterschiede sollen vergessen sein. Es macht keinen Unterschied, ob dein Nachbar mit einem Familienzelt anrückt oder mit einem Wohnbus, der mehrere hunderttausend Dollar gekostet hat. Von hier ist es nur noch ein kleiner Schritt zum süßlichen Kitsch der amerikanischen Variante des Gelsenkirchener Barock. Auf der Suche nach dieser heilen Welt fahren manche Rentner den ganzen Sommer über von Festival zu Festival, bevor sie im Herbst ihr rollendes Zuhause wieder zurück ins warme Florida steuern. Dort zehren sie dann von den Erinnerungen an richtige Nachbarschaft. Vor allem suche ich hier Freundschaft, natürlich auch die Musik. Auf jedem Festival treffen wir neue Paare. Wir teilen alles. Wir essen, trinken und spielen zusammen, sagt Elaine. We eat together, we play together, we've all had a good time.
Diese einsame Geigerin übt nicht etwa für den Auftritt auf der Bühne, sondern für das Nachtleben. Nach Sonnenuntergang nämlich wird aus dem Festival eine große Party. The pink or the white? Den Dörfern und kleinen Städten sind die Bluegrass-Fans nicht nur aus kulturellen Gründen willkommen. Sie bringen Geld mit und randalieren nicht. Die Zeltstädte sind eine Art saubere, ungefährliche Country-Ausgabe von Woodstock. Die Frauenband The Girls Night Out verkörpert diese nette Harmlosigkeit auf der Bühne. Das offizielle Programm geht noch die ganze Nacht weiter, aber die wahre Action läuft jetzt hinter den Kulissen. Vor jedem Zelt, an jedem Wohnwagen bilden sich Zufallsgruppen. Niemand stellt sich mit Namen vor. Das Instrument ist die Eintrittskarte. Diese Frauen und Männer haben nie zusammen geübt. Oft haben sie sich vorher noch nie gesehen. Aber alle spielen wie selbstverständlich dasselbe Repertoire. Der Herr rechts im Bild mit der Gitarre auf den Knien heißt Jimmy Davis und ist ein Stück wandelnde Lokalgeschichte. Sein Vater gründete 1935 den Fiedlerwettbewerb von Galax mit. Aber er erweckte nicht nur die Musik zum Leben. Als Dorfarzt half er praktisch dem ganzen Ort auf die Welt. Sein Leben klingt selbst wie eine Ballade. Ja, mein Vater war W.P. Davis und er war Doktor. Er hat nur den Fehler gemacht, mich auf die Welt zu bringen. Er war ein Musiker, aber er war kein Dummkopf. Seine Haupthobbys waren Science Fiction und Elektronik. Er hat sogar ein Radio gebaut, das hier im Museum steht. So. Das Leben war hart in dieser Zeit, fügt er hinzu. Als Landarzt musste mein Daddy viele Hausbesuche machen. Er kämpfte sich mit seinem klapprigen Oldtimer durch Regen und Schnee. Die Leute bezahlten ihn mal mit einem Huhn, mal mit einem Schwein oder er bekam ein Essen. Aus den Wurzeln des einfachen Lebens der Menschen in diesem Landstrich zieht diese Musik ihre Kraft. Bis heute. Unverstellt und direkt kommen die Lieder aus dem Herzen. Aussehen, Ansehen, Rang, Titel, Geld. Für ein paar Stunden spielen all unsere Masken keine Rolle. Jeder darf sich fallen lassen und dem Rhythmus hingeben, mit Leib und Seele.